Also GTA 5, auf das bin ich schon gespannt. GTA 5, das kommt ja im September 2013 raus, allerdings nur für die Xbox 360, also die springen dann nicht gleich auf dem Hype für die Next Generation auf, sondern noch alt bewährt. Was ich nicht unbedingt schlecht finde, denn wir haben ja auch bei anderen Games gesehen, was bei dieser Xbox 360 noch möglich ist. Wow. Halt, da müssen wir es gleich irgendwo sein. Wo ist das? Da ist das. So, packen wir mal ganz nicht ideal. So. Schauen wir mal, ob wir ein paar schöne Klamotten finden. Eine Frage, die hier im Twitch-Chat gestellt wird, weil ich ja geschrieben habe, ich habe ja vor der Xbox 360 am PC gespielt. Und die Frage war jetzt, was ich da so alles gespielt habe. Ich kann mich ehrlich gesagt nicht mehr an allzu viel erinnern. Ich weiß noch zum Beispiel King's Quest. King's Quest 1, das war ein Adventure. Und das ist eine schöne Jacke, soll ich so eine Jacke nehmen? Gibt's mal einen Anziehtipp, was soll ich denn da jetzt kaufen? Was soll man denn da nehmen? Was für eine Jacke nehmen wir denn? Hose wäre vielleicht auch noch interessant. Was gibt's denn da? Wie viel Geld habe ich denn eigentlich? Wo sehe ich denn, wo ich Kohle habe? Seht ihr das irgendwo? $55, da kann man nicht viel kaufen. Eine Hose könnte man kaufen, ich laufe mit einer Trainingshose rum. Was haben wir denn da? Ist das eine Jeans? Jeans. Die probieren wir mal. Ja, die schaut schon mal nicht so schlecht aus, oder? Jeans ist doch super. Die muss reichen, denke ich. Jeans, ha? Das ist hübsch genug für meine Zwecke. So, dann haben wir die Jeans, dann haben wir da noch Schuhe. Was haben wir für Schuhe eigentlich an? Wo sehen wir das? Ah, die Schuhe sind in Ordnung, denke ich mal. Was für Farbe passt denn am besten dazu? Ich bin ja eigentlich eher so der Braun-Typ. Lederjacke und schwarzes Tracktop kannst du durch Drücken ausprobieren. Na, schauen wir mal. Ein bisschen ein gewamperter Hund ist das, ein bisschen eine Wampe hat er, $36. Very nice. Na bitte. So, was gebe ich da? Muss ich da zahlen eigentlich oder kann ich einfach gehen? Eine Brille brauche ich nicht, nee. So, tschüss, wiederschauen, grüß Gott, ich bin wieder hübsch, das passt schon. Oh, da gibt es ein Cabrio, schon mal ein netteres Fahrzeug. Aber ich bleibe mal bei meinen alten Gurken da. Wir wollen ja nicht gleich mal so ein Action machen, wenn wir da frisch in der City sind. So. Ein Wegpunkt auf der Karte setzen. Und wie ist denn das gegangen? Ich kenne mich überhaupt nicht mehr aus. Ah ja, da, okay. Kann man da zoomen auch irgendwie? Karte. Jetzt kann ich sicher zoomen da rauf, runter, links, rechts und genau, lieber die City. So, noch haben wir wirklich nicht viel entdeckt. Die Frage ist, wo müssen wir eigentlich hin? Haben wir einen Auftrag? Ne, haben wir ja gar nicht. Gell? $19 noch mehr in der Hosentasche, das war's schon wieder. Das ist ein bisschen wenig. Ihr könntest da mal irgendwo hinfahren, einfach mal zum Sightseeing. Beachgate. Da fahren wir jetzt mal hin. Beachgate. Wegpunkt setzen, GPS-Route wird dann berechnet, das haben wir gerade gemacht. Oh, die Michelle ruft dann. Na dann. Hey Nico, it's Michelle. We met with Mallory, Roman's girlfriend. I remember. What's up, Michelle? I don't normally do this, but I thought you'd probably be pretty lonely having just moved to Liberty City and all. You do not normally do what? You're not making this easy for me, are you? I'm asking you out on a date. Ausgehen willst. Nee, mag ich nicht. Denn die Michelle war ja. Hö, muss mein Motorhaube offen. Sollen das? Die Michelle war ja, wie gesagt, meine Freundin, wie ich damals das erste Mal gespielt habe. Und vielleicht probieren wir diesmal. Hoppala, verdammt. Probieren wir es diesmal ganz anders aus. Weil, warte mal, da hinten ist ein Herz. Was ist denn das?
Ein Herz auf der Map. Da fahren wir jetzt hin. Wo ist das Herz? Da rüber. Weg. Also das ist die Michelle. Das ist... Okay, verstehe schon. Weg, hup, hup. Ah, das sind die Beziehungen, die ich da so haben kann. Es kommt ja später noch eine andere Frau, das weiß ich noch, aber wer genau oder wie, kann man nicht mehr erinnern. Oh, Polizei da vorne in der Gasse, lieber mal da in die Richtung fahren. So, mal schauen, ob ich was machen kann. Pass auf, jetzt rufen wir mal den Roman nochmal an. Schauen wir, ob es was zu tun gibt. Vielleicht sagt er, es ist nichts zu tun. Dukes. Ja, gibt's ja nichts. Es ist irrsinnig schön, wie lebhaft hier diese City ist. Oh, der Roman ruft an. Schauen wir, was er will. Na bitte. Natürlich komme. So, wie komme ich das hin? Ah ja, da blinkt jeder Roman. Da muss ich hin. Dann fahren wir. Schön ist, dass die Polizei nicht darauf Wert legt, welche. Ob die Verkehrsregeln eingehalten werden. Also, ich kann fahren, wie ich will. Das passiert nichts. So, wurscht, kann ich vorbeirauschen. Nur rammen sollte nicht. Das taugt ihnen nicht. Aber sonst kann ich machen, was ich will da. Halt, wo ist denn der Roman? Ah, Darling, da muss er links rüber. Oh, Entschuldigung. Oh, mein Kiste ist bald hin, wenn ich so weiterfahre. Aber ich weiß keine Ahnung, ob ich da richtig bin. Wo kommen wir da rein? So geht's rein. So, schauen wir, was die wollen von ihm. Listen, Darden is a good friend of mine. It was a misunderstanding. Hey, Chef, there he is. Keep on fat boy here and I'll talk to him. Our problem. Oh, schauen wir, was sie wollen von mir da. Gibt's wieder wahrscheinlich wieder was Böses. Now it's too late. So, erste Prügelei. Wie funktioniert das? LT gedrückt, um ein Ziel anzuvisieren. Und dann? Schlagen. Wie verteidigt man sie? So, treten geht da irgendwie. Pass auf. Ah, mit Adui blocken, na bitte, komm her mal. Komm her, jetzt dritte Mal so richtig nieder da. Zack, wunderbar, nächster bitte. Komm her da, aufs Maul und noch eine kriegst, und noch eine kriegst, und noch eine kriegst. So, komm her. Oh bitte, weiß ich schon. Ja, locker gegangen, bin ein Kampftier. Ja, fein. Fucking Lawn Sharks, man. One more of these gangsters tries to. Hä, wer ist da draußen? Hier ist Darden. Oh, der Knarre. Let's get him. You drive. I don't feel so good. Na bitte, dann fahren wir. Ja, geht hin, ist ganz gut, ich muss mein Auto finden. So, eine Verkarre, da ist wieder so eine Schüssel. So, Bursche, steig ein. Oh, da fährt der Hammer vorbei da hinten, schau. Der wäre gescheiter gewesen. Weg! Na, jetzt steckt er da fest. So, pass auf, geht schon, Gas. Oh, da ist das. Da ist dieser.
Rummelplatz, dann gibt es die Natura. Habe ich auch schon Fotos gesehen. Wo fährt er denn? Wo fährt er denn? Wo fährt er denn? Da vorne ist er. Wow, wow, wow. Was muss ich eigentlich machen? Ich muss in den Rahmen. Da ist er. Oh. Ah. Ist er talentiert mit dem Fahrzeug da? Wo ist er denn? Ist da vorne? Komm, 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 komm. Auf der Geraden kann ich auf. Ah, ist mein Motor oben weg. Jetzt brauche ich wirklich mein neues Auto. Die Schüssel ist wirklich fertig so. Die Gegend erinnert mich ein bisschen an Death Race. Wenn ihr den Film gesehen habt, ganz ein guter Film. Wenn man mag. Natürlich, mein Statham. Wow, was macht er denn? Oh, Sandhaufen, Vorsicht. Das bleiben wir mal da, es lass dich nicht aus. Häng mich nicht ab. Lass dich mal rammen. Oh. Verdammt, 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 das haut gar nicht hin. Oh, verfahren. Mist, 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 Mist. Ist das peinlich. Wo ist denn jetzt hin? Ah, da rüber irgendwo. Er flieht zu Fuß. So, hüpf raus da, steig aus. Steck aus! Wie hüpfe ich denn? Kann ich springen? Oh, verdammt, ich weiß nicht mehr, wie das geht. Ah, ich kann nicht drauf. Jetzt halt. Wo ist denn? Wo ist denn? Das ist irgendwo über mir. Über mir versteckt ist sie. Und wo? Ist sie da reingegangen irgendwo? Motherfucker, stay away! Hä? Ich versteh's gerade nicht, wo ist er? Zur Straße gehen soll ich, okay. Hüpft er auf, wieso hüpft er nicht? Wo geht denn das? Das ist jeder Schmarrn mit dir erklärt, aber nicht wie der hüpfen kann. Hopp, hüpf! Was habe ich jetzt gedrückt eigentlich zum Hüpfen? Weiß ich nicht. Y, X. Ah, X, okay. Da geht's rein, nein, da geht's auch nicht rein. Ach so, das ist das Auto. Ah, jetzt verstehe ich das und da geht's rauf. Komm. Gut, wenigstens ist das Game nicht so schlau und check nicht, dass ich mich so doof anstelle. So ist jetzt der Bursche. Auf meinem Niveau. Au, au, au. Oh, Messer. Aua, aua, aua. Komm, komm. Na, komm her mit dem Messer, komm her. Aua. So, jawohl, gute Kombination. Die Klitschko-Brüder wären stolz auf mich. Au, au, au. Komm her, geht schon. Komm jetzt da. Die Sonne geht auf. Zeit, Zeit. Und, jawohl. Oh, hat mir die Waffe abgenommen. Na bitte. Komm her. Stay there. Was ist mit dir jetzt da? Komm. Wo ist denn?